Restricted Area. Warum sollte ich da rein wollen? Na gut. Dann die andere Richtung. Da wäre ich reingekommen, wenn ich durch die Haupttür hätte gehen können, ne? Ja, er füllt mich nicht so unbedingt mit Zuversicht, diese Kuppel. Alter, ist das bei euch auch so hell? Ich habe das Spiel ja etwas heller gestellt hier, ne? Containment 2. Airlock. Okay, da hinten. Da, aha, ja, okay. Ich hoffe nur, das war kein Fehler. Dining Hall, Main Entrance. Gehen wir erstmal hier lang. Die müssen ja alle gleichzeitig explodiert sein, ne? Würde ich zumindest mal vermuten hier. Komme ich da irgendwie dran? Kann ich mir das irgendwie anhören? Nee. Doch. Kann ich. Johann Ross was found dead on climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky. All studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda Est. Okay, das habe ich mir schon gedacht. The WoW has been getting more aggressive. Pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds. And the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Ja. Damit hatte sich das dann wahrscheinlich erledigt. Das ist der Nachteil, wenn man so ein Signalchip im Kopf hat, ne? Mit einem Mal macht es dann Puff und das Müll mit. Hier nichts wirklich Interessantes. Das ist nur wieder was zum Heilen. Wieso gibt es hier so viele Heildinger? Das macht mich ein bisschen unruhig. Gut, dann also der Power Room. Das ist nämlich der letzte Raum, wo wir hier noch nicht waren. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich diesen Control Chip austauschen kann. Ich hätte ja gedacht, dass es irgendwo im Storage vielleicht irgendwas gibt, was wir brauchen. Aber es ist ja alles nur...
nutzloser Tant hier. Das ist interessant. Ein Maintenance-Tunnel. Das ist verstörend. Und zwar mehr als nur ein bisschen verstörend, dass man anmerken darf. Das ist Igitt. Boah, ist das widerlich. Energy Pell S3. Hochleistungsfähiger, wieder aufladbarer Lithium-Schwefeldioxid-Akku. 515 WH. Standard S3-Verbindung. Energy Pell von Heimatsu für Maschinenwerkzeuge, XO-Rigs und Kampfanzüge. Laden Sie die erschöpfte Energieeinheit in einem Heimatsu N5 Wiederaufladegerät oder einem anderen S3-kompatiblen Wiederaufladegerät wieder auf. Da hinten ist irgendwas. Natürlich, es ging auch viel zu lange gut. Ging viel zu lange gut. Irgendwann musste ja irgendwas kommen. Geh da einfach nicht hin. Ich will da gar nicht hingehen. Fuck, ich muss da hingehen. Eine Sicherung drin? Nein. Shit, 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 shit! Lauf doch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich will nicht mit dir spielen, du blöde Putte! Weißt du, und dann erwischst du die falsche Taste und fängst nicht an zu laufen. Das ist das Schlimmste daran! Alles ist das absolut Schlimmste daran!
Okay. Da. Das Gemeine ist, dass das Ding halt mitten in meinem Weg steht, ne? Hat er mich bemerkt? Hat er mich bemerkt? Ich glaube, es ist eine Sie. Oder es war mal eine Sie. So, das macht uns jetzt natürlich diesen Teil ein bisschen einfacher hier, ne? Das Vieh jetzt da vorne steht. So. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie wieder rauskommen. Und dann machen wir die Tür zu und kommen niemals wieder. Kann ich da vorne lang? Boah, die sind furchtbar hier. Kann ich da durch? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja zumindest im Großen und Ganzen den Trick schon mal durchschaut, ja? Beweg dich nur, wenn die Hände vorm Gesicht sind. So, dann nimmt sie dich nicht wahr. Oder reagiert zumindest nicht aggressiv. Da will ich nie wieder rein. So, jetzt brauchen wir trotzdem immer noch das Strukturgel. Wer war das denn jetzt? Das war wieder Ross, ne? So, okay. Vergifte die Quelle. Ich habe jetzt aber vor allem das Problem, dass ich irgendwie diesen Kontrollchip noch austauschen muss. Und ehrlich gesagt nicht so genau weiß, wie ich das machen soll. Haben wir irgendwo eine Kontrollzentrale, die wir dafür nutzen können? Hm.
Nee, da brauchen wir das Ding ja dann. Ich gehe mal zu Catherine. Vielleicht kann die uns ja irgendwas dazu sagen. Im Moment scheint es ja erstmal wieder sicher zu sein. Und das Gute an diesen blöden Viechern da ist, dass die nicht patrouillieren. Oder zumindest bis jetzt nicht. Ja, die stehen an einem Punkt, sind wie die Witch aus Left 4 Dead. That cabinet, the one with the broken opening mechanism, maybe you can get it open somehow. Get the locked cabinet open. Öffne den Fall. Welchen verschlossenen Schrank? Meint sie den mit den Dingens drin? Get the locked cabinet open. Du bist echt eine tolle Hilfe, Kath. Nee, echt super. Das ist, ich weiß nicht, was ich ohne dich täte. Na gut. Dann marschieren wir halt wieder zurück. Was soll's? Was haben wir denn zu verlieren, außer Zeit und unseren Nerven? Hauptsache, wir haben jetzt erstmal wieder unsere Ruhe, dass hier nicht gleich das nächste Monster auftaucht. Stunden später. Okay. Vielleicht denke ich ja auch viel zu kompliziert. Warte mal. Wahrscheinlich nicht schwer genug. Erforderlich. Wo warte ich denn so eine Scheiße? Maintenance. Haben wir irgendwo eine Maintenance? Nur einfach mal auf die Schilder gucken. Einfach mal lesen. Eine Idee, die sich mir bisher nicht erschloss. Dive Room Medical Bay. Gucken wir nochmal hier direkt. Power, Containment, Airlocks. Workshop vielleicht? Ja, das verliert auch so ein wenig seinen Schrecken.